Hallo liebe LS-Leitwirte, willkommen zurück hier auf der PV Uncharted. Wir sind jetzt hier aktuell in der Mission auf Feld 5. Die Mission geht voran, sie ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir schauen mal kurz, wie weit wir sind. 84% haben wir bisher. Also, es geht langsam dem Ende entgegen. Wir wollen aber heute nicht das Feld 5 weiter dreschen, sondern wir haben was anderes vor. Und zwar gehen wir zunächst mal in den Shop und kaufen uns einen Gruber, mit dem wir Felder erstellen können. Ich habe da schon mal hier entsprechend was heruntergeladen, mir einen Mod mit drauf geholt. Bin mir jetzt nur nicht sicher, nehme ich den mit 4 Metern hier, diese Amazone. Weiß gar nicht, Senior 4000 Super Field Creator oder nur Senior 4000 Super. Wahrscheinlich müsste man dann den Field Creator nehmen. Obwohl hier unten steht auch Field Creator Mod. Aber okay. So, ja, oder den Lemken. Der hat 5 Meter. Bin ich mir gerade noch ein bisschen unschlüssig. Also was Größeres nehme ich auf keinen Fall. Es würde zwar schneller gehen, aber das Problem ist ja, ich muss ja auch relativ genau arbeiten. Ich möchte die Felder ja schon einigermaßen mit geraden Kanten haben und auch nicht meine Wege nebendran mit wegrubbern. Deswegen sollte ich das schon noch einigermaßen im Griff haben. Aber ich denke, der hier ist okay, der Lemken. Probieren wir den einfach mal aus. 24.500 kostet er, das können wir uns noch leisten. So knapp sind wir gerade nicht bei Kasse. Apropos Kasse. Ihr seht, 238.000 habe ich jetzt noch übrig. Von der Mission bekomme ich mindestens 57.000 plus das, was ich noch verkaufe. Weiß ich nicht, wie viel das ist. Hier steht, ich würde insgesamt 147.000 kriegen. Das funktioniert aber nicht, weil hier sieht man schon, fehlt noch minus 11.800. Der rechnet hier irgendwie falsch. 90.000 Erlös-Eigenanteil. Das wird nicht funktionieren. Ich rechne immer ungefähr, es verdoppelt sich. So, wenn es sich verdoppelt, habe ich dann rund 110.000 würde ich dann kriegen. Dass ich dann auf 348 komme ungefähr. Ich möchte mir gerne das Feld 6 kaufen. Das kostet aber 380.000. Das kann ich mir noch nicht leisten. Das ist jetzt mein Ziel, als nächstes dieses Feld 6 zu kaufen. Ich muss also noch weiter fleißig arbeiten. Muss ich halt noch was verkaufen. Und noch ein paar Missionen machen oder mal sehen. Das Feld 6 ist noch nicht ganz reif. Ich denke mal, das braucht noch 3 Tage wahrscheinlich. Bis dahin werde ich es mir leisten können, denn hier ist am nächsten Tag, also sprich morgen, kann ich ja die Karotten ernten. Auf meinem Feld 2 hier unten, Feld 9 müsste es eine Mission geben, das müsste auch erntereif sein. Feld 12 eine Mission. Das hier unten ist eine Zuckerrübenernte-Mission, Feld 9. Wenn ich die kriege und absolviere, dann bekomme ich ordentlich Schotter rein. Dann kann ich mir auch das Feld 6 kaufen. Also das wird funktionieren mit dem Feld 6. Ich muss halt einfach noch ein bisschen warten. Es ist schon fertig gedüngt, also das ist kein Problem. So, ich habe jetzt heute noch nie, oder nicht nur heute, ich habe insgesamt noch nie mit einem Gruberfelder erstellt. Ich habe damit dafür bisher immer. Oh je. Peinlich. Man sollte das Gerät natürlich richtig rum an den Traktor anhängen. Sonst wird es nichts. Ja, ich habe bisher immer einen Pflug genommen. Aber ich denke, mit Gruber wird es mindestens genauso gut, wahrscheinlich besser gehen, weil ich einfach die Ecken besser kriege. Ich muss mal schauen, ob ich da auch Z drücken muss. Das kann gut sein. So, jetzt müsste ich erstmal schauen, wie ich das jetzt angehe. Ich
Ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal hier an. Ja, mittendrin anfangen ist auch schon blöd. Ja, es ist nicht ganz mittendrin. Das ist hier diese Kurve, diesen Knick. Fangen wir jetzt hier einfach mal an. Wir lassen mal ein Stück Rand frei, so ein Ackerrand, dass auch ein bisschen was blüht. Das möchte ich schon haben. Also, Sie sehen, ich habe jetzt hier alles an Holz abgeräumt auf diesem Feld. Ich habe alle Baumstümpfe weggefräst. Felder erstellen, zulassen. Z, genau. Ja, deswegen kann man jetzt anfangen, hier zu arbeiten. Das würde ich jetzt mal gucken. Hier fahre ich jetzt mal frei. Ich dann mal ganz gerade Kanten habe, würde ich dann auch mal mit VCA das Ganze machen. Aber jetzt erstmal nicht. Vielleicht muss ich auch nochmal nacharbeiten, das wird sich zeigen. Das sieht natürlich auch blöd aus. Da habe ich nicht gerade sauber gearbeitet, aber da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen in den Landschaftsbau kommen und hier wieder Gras hinmalen. Das mache ich. Das mache ich. So, jetzt sieht man einfach eine weiche Kurve. Dann die Bearbeitung hinterher auch einfacher. Ich meine, der Weg hier nebendran ist halt auch total schief und krumm und buckelig. Deswegen muss ich auch nicht unbedingt eine gerade Kante hinkriegen. So verbissen sehe ich das jetzt auch nicht. Hauptsache, ich habe hier ein Feld. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich dann hier sehe. Muss man auch noch überlegen. Aber vermutlich sollte ich was sehen, damit ich meine Mühle und meinen Backofen auslasten kann. Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, glaube ich, steht zur Auswahl. Mal gucken, was noch gehen würde. Mein Weizen habe ich schon gesät auf meinem Feld 1. Weizen wird es dann hier nicht werden. Aber auf dem Feld 6, was ich mir kaufen werde, ist, glaube ich, Gerste drauf. Hier wird ja auch keine Gerste gesät werden. Mein Platz ist auf der Karte ja insgesamt ja kein Problem. Deswegen muss ich jetzt auch nicht zu schmal den Rand streifen lassen, sondern schon auf einen ordentlichen Streifen. Den haben wir auch verdient. So. Heben wir mal aus. Ja, hier machen wir es jetzt einfach genauso weiter. So ein bisschen schräg nach hier drüben. Auf die Grundstückskante zu. Dann werden wir hier mal versuchen, gerade zu ziehen. So, jetzt. Und
hier ab, würde ich sagen. Gucken wir jetzt mal, dass wir das einigermaßen gerade ausrichten. Jetzt haben wir 180 Grad, wie es aussieht. Das war noch nichts. So, jetzt. Jetzt können wir hier schnell gerade fahren. Auf 270 Grad sind wir jetzt genau. Das ist perfekt. Schön an den Bäumen entlang. Das hier drüben, diese Bäume, die hier noch stehen, die gehören nicht mehr zu meinem Grundstück, die konnte ich natürlich nicht fällen. Ich habe alles das gefällt, was auf meinem Grundstück steht. Stand, muss man ja sagen. Das ist ja nichts mehr weiter da. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen breiter, aber das macht nichts. Das lassen wir uns mal. Wenn da oben kommt ja irgendwann das nächste Feld. Dann haben wir da ein bisschen Abstand dazwischen. VCA. So, nochmal gerade fahren. Jetzt noch ein Stückchen. Und dann machen wir das noch wieder auf die Linie hier zugehen. Die wir hier schon haben. Ja, das wird was. So wird das was. Prima. Okay. Das habe ich ganz gut gemacht, da bin ich ganz zufrieden. So, jetzt fahren wir noch eine zweite Runde. Und dann lassen wir das Rest an den Helfer machen. Dann kümmern wir uns um die kosmetischen Korrekturen hier am Rand. Schönes Vorgewende jetzt hier haben, dann schafft der Helfer dann auch den Rest selber. So, dann habe ich jetzt zwei Gruber in meinem Fuhrpark. Ich glaube, dann kann ich auch den anderen, den ich noch habe, wegtun. Muss mal gucken, ob das feiner ist. Also wenn der auch 5 Meter hat oder schmaler ist, kommt der andere weg. Ein zwei Gruber habe ich dann auch nicht. Sollte der andere breiter sein, hebe ich beide auf. Felder werde ich doch öfters mal erstellen müssen. Mit dem viel Wald hier auf der Karte. Aber momentan erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal dieses eine Feld hier zu Ende bringen. Wenn ich ein Mähwerk hätte, wenn ich jetzt auch noch das Gras hier erstmal abmähen könnte. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich spiele noch jetzt nicht als YouTube-Folgen, sondern so für mich halt ein Projekt auf der Niemandslandkarte. Da versuche ich alles, wirklich alles zu verwenden, was auf den neuen Feldern steht. Da wird erst das Gras geerntet, abgemäht, mache ich Silage draus und dann Also mit dem Gruber geht das viel besser als mit dem Flug. Erstens habe ich eine größere Breite. Das finde ich schon mal gut. Zweitens. Zweitens arbeitet er viel präziser. Ich musste ja immer den Ecken kaum mal hin und her fahren, bis ich dann endlich die Ecke so einigermaßen schön hatte, wie ich mir das gewünscht habe. Denn ich will ja auch nicht immer mit dem Landschaftsbau dann nochmal drüber gehen. Das würde zwar auch gehen, klar, dann geht es auch schneller, aber ist auch nicht so ganz
realistisch. Hier an dieser schönen geraden Kante setzen wir dann gleich den Helfer an. Dass er dann mal einen großen Teil hier umreißen kann. Kann auch sein, ich habe irgendwo noch einen Baumstumpf vergessen. Aber das werde ich dann sehen. Wenn das Gras weg ist, ob da noch irgendwo ein Baumstumpf steht oder ob der Helfer dran hängen bleibt. Wäre es eigentlich geschickter, manuell zu fahren und eventuelle Baumstümpfe zu kriegen. Dann würde ich es auf keinen Fall verpassen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich die dann auch sehe. Höchstens, wenn ich sehen komme. Ob das vielleicht auch ein Helfer machen kann, das weiß ich noch nicht. Den Helfern ist schon faszinierend, dass man nicht alles selber machen muss. Ich meine, ich hätte jetzt kein Problem damit, das selber zu machen, bis auf so großen Karten wie der hier ist einfach eine Zeitfrage. Wie wir irgendwann auch mal vorankommen. So, dann haben wir den Standardhelfer. Das sollte er hier kriegen, aber auch jetzt hier kein CP. Aber das sollte so funktionieren. Also, dann arbeite mal schön. Ich gucke derweil mal, wo hier Frässchäden sind. Hier zum Beispiel. Dann gehen wir mal in den Landschaftsbau. Malen. Da können wir sogar Straßen verlegen. Das Gras. Ja, das ist Gras. Machen. Das gehört mir schon nicht mehr. Aber zumindest ein bisschen Gras hin. Das geht komischerweise. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Hier ist alles soweit okay. Gehen wir einfach mal den Rand ab. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Kultiviertheit. Na prima. So. Wie war das mit der Form größer machen? N und M. So. So. Grasmarsch. Hier auch Grasmarsch. So, jetzt sieht es doch, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt gucken wir einfach mal, ob es hier noch Stellen gibt, an denen wir noch was machen müssen. Ich könnte natürlich auch an diesen Wegen noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Hand anlegen, dass die ein bisschen schöner aussehen.
Aber das lasse ich jetzt mal. Das sind dann kosmetische Sachen. Die kann ich jederzeit noch machen, wenn ich das möchte. Nein, es ist mir mein Helfer hier reingefahren. Das hätte nicht sein sollen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber so schlimm ist es auch nicht. Dann. Wieso eigentlich? Hätte doch eigentlich anhalten müssen. Wo ist er denn? Was macht der Kerl da eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Hm? Was glaubst du, was du hier machst, Kerl? Du sollst auf der anderen Bahn fahren, die andere Richtung. Wie blöd bist du eigentlich? Jetzt habe ich gedacht, das funktioniert mit dem Helfer gut, wie ich das Vorgewende schon so schön gemacht hatte. Aber Pustekuchen war's. Nichts funktioniert gut mit dem Helfer. Der ist einfach zu dusselig. Sollen wir jetzt dabei bleiben? Ich glaube ja. Jetzt fahren wir einfach mal mit bis zur Wende hin und gucken, ob der jetzt nach rechts weiter die Wiese wegrubbert. Nicht, dass er jetzt wieder sich nach links begibt. Da soll er nicht hin. Ich müsste aber eigentlich merken, dass da gekurbert ist. Verstehe ich jetzt nicht. Weil man hier nicht alles überwacht bei den Kerlen. Also gutes Personal ist echt schwer zu finden. Dann zeigt sie es wieder. Während wir hier fahren, klickt doch mal auf den Daumen bitte. Wenn ihr möchtet, natürlich. Ich freue mich über jeden Daumen, den ich bekomme. Dürfen wir auch gerne in die Kommentare schreiben, was wir hier gerne machen können auf dem Projekt. Oh Mann! Stopp, 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 Freundchen. So nicht. Okay, es gibt hier keinen Helfer. Ich mach das manuell. Hat ja so keinen Sinn. Hatte ich nicht hier eine schöne gerade Kante vorhin gemacht? Extra mit VCA. Wie sieht das jetzt hier schon wieder aus? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Guckt euch das an, was der Kerl hier gemacht hat. So, also, ich habe jetzt hier erstmal wieder Arbeit, seht ihr ja. Sein Personal kann man sich nicht verlassen. Also muss der Bauer selber ran. Chef muss selber arbeiten, weil Personal zu dusselig. In diesem Sinne, Leute, sage ich euch danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.